Willkommen, meine Damen, meine Herren, zur Abschlusspodiumsdiskussion. Das jetzt ich. Halt, sorry. Bitte. Von Revolution Eigenheim. Ich darf Ihnen ganz kurz die Teilnehmer vorstellen, unserer Runde, streng alphabetisch. Sven Hahn, Titelautor der Stuttgarter Nachrichten. Jochen Hausmann, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Michael Hennig, ganz außen, Mitglied des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Nördlingen und Vorsitzender von Haus und Grund Württemberg. Dann Gerald Lipka, der Mann in der Mitte noch ganz korrekt mit Krawatte, Geschäftsführer vom BFW Landesverband Baden-Württemberg. Und ja, unseren Gastgeber, Karl Strenger, geschäftsführender Gesellschafter von Strenger Wohn und Bauen der Strenger Gruppe. Mein Name ist Frank-Peter Unterreiner, ich bin Herausgeber vom Immobilienbrief Stuttgart. Der Herr Palmer. Ich bin auch da. Oh, Herr Palmer. Das kommt davon, wenn Journalisten moderieren, das so richtig können. Also, Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, der erste Fauxpas, vielleicht wird sie auch der letzte. So. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zur Aktion. Es wurden im Zeitraum für etwa 7 Monate 1000 Politiker angeschrieben. Sehr unkonventionell. Die wurden geduzt und es wurde massiv nach bezahlbaren Eigenheimen gefordert. Es gab etwa 15 Demonstrationen, ungenehmigte, in den Großräumen Stuttgart, München und Frankfurt. Es gab Großplakate mit provokanten Sprüchen, so wie beispielsweise Politiker halten Reden, wir den Preis, wir fordern volle Häuser statt leerer Worte. Und es gab unzählige Flugblätter an Bänke, Bäume und Wände geheftet. Ich denke, Sie haben die Aktion alle auch mitbekommen, mitverfolgt. Herr Strenger, was muss denn Schreckliches passieren, damit ein schwäbischer Mittelständler eine Stütze der Gesellschaft auf einmal eine Revolution ausruft? Ja, das ist eine gute Frage. Wir erleben ja seit 2009 irgendwo, seit Lehman Brothers, seit der Krise, der Finanzkrise, steigende Immobilienpreise, steigende Grundstückspreise. Und die Politik hat ja auch danach reagiert. Es wurden Bündnisse für Wohnen geschmiedet, auf Bundes-, auf Landesebene, auch kommunal. Und wir selber haben mit unserem Produkt Baustolz, eine Zweitmarke, eigentlich ein Reihenhaus entwickelt, das sehr preisgünstig herzustellen ist, das standardisiert ist, also eine serielle Bauweise, große Stückzahlen. Und somit hatten wir auch schon vor 2009 einen guten Ansatz, weil wir erkannt haben, wir brauchen nicht nur hochwertige Wohnungen, teure Wohnungen, sondern wir brauchen auch für die junge Familie bezahlbaren Wohnraum. Also es war vor 2009. Und dann haben wir das politisch verfolgt, diese Bündnisse für Wohnen, und kamen irgendwo auch letztes Jahr zur Erkenntnis, auch auf Berufsverbandsebene, dass wenig Ergebnisse rauskommen. Es wird viel geredet, wenig Ergebnisse, sogar mit der Tendenz, dass die Grundstückspreise weiter steigen, auch im Moment noch, dass wenig gebaut wird im Ballungsraum, dass das Gut Immobilie einfach immer knapper wird und dass sich vor allem junge Familien, auch vielleicht Leute mit mittleren Einkommen, dieses Gut nicht mehr leisten können. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt keine Marketingkampagne, ich kürze das jetzt ab, sondern wir wollen letztendlich wachrütteln, vielleicht auch mit provokanten Aktionen. Das hat uns teilweise geschadet, das hat uns aber auch Grundstücke von Kommunen gebracht. Also wir haben dann auch Briefe bekommen von OBs, die geschrieben haben, ob ich wohl wüsste, was in meinem Laden vor sich geht, er wäre mit du angesprochen worden. Und also uns war die Reaktion klar, dass das nicht nur vorteilhaft ist, aber wir haben wachgerüttelt und das ist auch der Grund, warum wir heute hier in der profunden Runde mit so vielen Kennern hier sitzen. Und Herr Palmer, hat Sie es als OB auch gestört, dass Sie hier so ganz frech geduzt wurden? Haben Sie auch angerufen bei Karl Strenger? Um Gottes Willen, ich bin OB in Tübingen, das heißt da jeden Tag. Sie sind auch Sohn des berühmten Remstal-Rebells, Helmut Palmer, der auch manch ungewöhnliche Aktion gestartet hat.
Sagen Sie, der Zweck heiligt die Mittel? Also ich finde die Mittel schon mal gar nicht schlimm, da gibt es nichts zu heiligen, aber auf jeden Fall ist der Zweck wichtig. Denn wenn man sich das anguckt, was bei uns in Deutschland passiert, dann gibt es eine ganz klare Entwicklung, dass nur noch eine relativ kleine Gruppe von Gutverdienern, wo beide müssen verdienen, am besten hat man noch was geerbt, sich in der Lage sind, sich noch ein Eigenheim zu leisten. Und die Eigentumswohnung wird auch schon für viele unerschwinglich. Wenn in der Unistadt ein Arzt, wenn er eine Familie hat, sich keine Wohnung mehr leisten kann, dann stimmt was nicht. Und in der Lage sind wir. Tübingen ist besonders betroffen, hat viele Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber es ist wirklich so, dass das Gutwohnen dermaßen stark verteuert wird, dass wir in massive soziale Friktionen reinrutschen. Und da muss man alarmiert sein. Und da müssen auch alle, ob sie jetzt für eine marktwirtschaftliche Grundhaltung stehen oder eine sozialpolitische oder eine ökologische, alle zusammenarbeiten, dass das so nicht weitergeht. Das geht nicht. Naja, es gab immerhin 15 Spontan-Demos. Herr Strenger hat auch ein Budget bereitgestellt für Bußgelder, soweit ich weiß. Und soweit ich weiß, müssen da Demos in Deutschland angemeldet werden. Herr Hausmann, ist das okay? Ja. Also, wir weichen da so ein bisschen das Gesetz auf, wir demonstrieren spontan, wenn uns danach ist. Naja, grundsätzlich ist schon anzumelden, aber vom Grundsatz her ist, glaube ich, wichtig, eben aufzurütteln. Das war ja das Ziel. Und ich denke, wir brauchen schon einen Paradigmenwechsel. Ich habe immer so das Gefühl in der Politik, ja, wir sehen das an den Zahlen, es besteht Wohnungsknappheit, es besteht Wohnungsnot, aber selber ist man vielleicht, oder im Regelfall die meisten in der Politik sind ja selber gar nicht betroffen, das heißt, man spürt es selber gar nicht. Insofern helfen dann eben auch Aktionen wie hier, dass man wachrüttelt, dass man aufrüttelt und dass wir auch erkennen in der Politik, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, der eben viele Bausteine beinhaltet. Olaf Scholz in Hamburg hat es vor Jahren auf den Punkt gebracht, gegen Wohnungsnot ist das beste Mittel, Wohnungen zu bauen. Also wenn ich keine Wohnungen baue, Stuttgart ist letztes Jahr um 10.000 Einwohner gewachsen und wir haben gerade 2.000 neue Wohnungen, dass es da nach wie vor Verdrängungen gibt, zu Lasten auch sozial Schwächerer, ist klar. Deswegen, die ersten Maßnahmen sind angegangen worden mit mehr Geld in der Landeswohnraumförderung. Aber es gibt noch viele andere Bausteine. Ich war selber im Gesetzgebungsverfahren für die Landesbauordnung damals in der letzten Legislatur dabei. Ich habe immer gewarnt davor, denn mit vielen politischen Wünschen machen wir das Bauen natürlich auch wesentlich teurer hinzu zu den normalen Baukostensteigerungen. Und das heißt auch da, sind wir gefordert, alle gemeinsam auch zu schauen, wo wir neben Baulandflächen eben auch das Bauen wieder günstiger machen können. Da gibt es einige Beispiele dafür. Da wird man nachher auch noch ganz konkret darauf eingehen. Bleiben wir noch ein paar Minuten bei der Aktion. Herr Lipka, Sie sind Verbandsgeschäftsführer, qua Krawatte als seriös ausgewiesen. Das Image der Immobilienbranche ist ja nicht das Beste, so wie der Journalisten und der Politiker ja auch. Fördert so eine Aktion das Image oder trägt eher dazu bei, das Image zu verschlechtern, weil es heißt, mein Gott, was machen die da schon wieder? Es demonstrieren die, klopfen große Sprüche. Ich glaube, das Thema Image ist schon ein Problem, was wir langfristig angehen müssen, weil eigentlich arbeiten wir alle, die im Wohnungsbau aktiv sind. Sie haben vorhin eine Unterscheidung gemacht, Herr Palmer, zwischen sozialem und marktwirtschaftlichem. Ich sehe eigentlich keinen Unterschied wirklich in dem Ergebnis, wenn wir Wohnungen bauen. Ist es tatsächlich die Lösung, mehr Wohnungen anzubieten, um diesen gesellschaftlichen Konflikt, der sich darüber auch entzündet, zu lösen. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Aktion am Ende eigentlich das erreicht hat, was sie erreichen sollte, aufzurütteln und auch zu zeigen, dass auch ein marktwirtschaftliches Unternehmen sich diesem gesellschaftlichen Thema stellt, dass auch marktwirtschaftlich agierende Unternehmen, wie sie bei uns im BFW-Landesverband auch organisiert sind, natürlich sich dieser Aufgabe stellen. Deswegen arbeiten wir auch als Verband in allen möglichen Gremien, zum Beispiel der Wohnraumallianz, aber auch im Bündnis für Wohnen in größeren Städten, soweit es möglich ist, mit. Es ist eine Aufgabe, die aufrüttelt. Ob sie das Image schon wirklich verbessert, um bei Ihrer Frage zu bleiben, das müssen Sie am Ende den betroffenen Bürger fragen. Aber ich glaube, es ist das Thema, wo man einfach zeigt, wir sind auch mit als Agierende dabei. Und wir stellen uns der Aufgabe. Herr Hahn, Sie schreiben zwar auch über Immobilienthemen, aber nicht nur. Sie haben am ehesten vielleicht noch hier den Blick so ein bisschen von außen.
Wie fasst ein Journalist so eine Kampagne auf? Wie kommt das an? Die Kampagne fand ich im ersten Moment als ein Baustein, wo sich zeigt, dass dieses Thema eine wahnsinnige Brisanz hat. Ich kriege es jeden Tag mit in Leserreaktionen und einfach um es mal in Perspektive zu setzen, wir reden mittlerweile von 6.500 Euro im Durchschnitt auf einen Quadratmeter in der Stuttgarter Innenstadt. Und dann können Sie rausgehen bis Kaltental, es wird nicht besser. Und es geht nicht nur ums Eigenheim, das Thema sind genauso die Mieten, die im Angebot teilweise bei 15, 16 Euro der Quadratmeter liegen. Das heißt, Sie haben mit dem durchschnittlichen Einkommen schlicht keine Chance, sich zu versorgen. Was zur Folge hat, dass die Leute immer weiter rausgehen, bloß vor der Stuttgarter Stadtgrenze hört ja nicht das Land auf, sondern da kommt eben Ludwigsburg, da kommt Esslingen, da kommt Böblingen, da kommt Sindelfingen, was für sich genommen schon teure Städte sind. Und was dazu führt, dass die Menschen ganz weit raus müssen, wenn sie sich eine Wohnung leisten wollen, wenn sie sich vergrößern müssen. Ich habe viele Leute, die bei mir anrufen, die sagen, die Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung als Berufsansteiger mit einem Gehalt beim Daimler, die kann ich mir leisten, das funktioniert. Aber jetzt sind zwei Kinder auf dem Weg und ich habe auf einmal nicht mehr die zwei Einkommen, sondern halt nur noch eins oder anderthalb. Und damit muss ich eine größere Wohnung finanzieren. Das geht schlicht nicht. Mhm. Und die Folge ist dann, die Probleme hängen ja miteinander zusammen, die Leute müssen weiter raus und wir haben Pendlerverkehr, der zunimmt. Mhm. Und das ist nicht nur in Stuttgart, aber speziell da, natürlich ein Riesenproblem. Also das Thema ist komplex, es tragen viele Sachen damit hängen zusammen und da ist die Aktion ein Baustein, der zeigt, mhm, und klar, das ist ein richtig brisantes Thema. Eine letzte Frage zur Aktion, Herr Strenger. Sie sagten, Sie wurden teilweise von Seiten der Politik eingefeindet. Herr Palmer war entspannt. Aber sind es zumindest die Auftragsbücher von Baustolz voll? Sind Sie jetzt bekannter geworden beim Endkunden durch diese Aktion? Das würde ich jetzt so nicht bejahen. Die komplette Wohnungswirtschaft hat im Moment nicht das Problem zu verkaufen, sondern der Flaschenhals ist eigentlich die lange Projektentwicklung und der Grundstückseinkauf, das ist unser Flaschenhals. Und den haben wir damit nicht gelöst. Also es gibt dadurch nicht mehr Baugrundstücke, das ist ja auch klar. Mhm. Herr Hennig, wer ist denn schuld, dass Wohnbauen so teuer ist? Ist es die Politik, weil sie durch LBO, NF die Preise nach oben treibt? Ist es der Bürger, der auch heute ein anderes Anspruchdenken hat? Das Gut Wohnen ist ja heute auch ein anderes als in den 60er, 80er Jahren. Oder ist es die Immobilienwirtschaft, die Preise, die Bodenpreise nach oben treibt? Also ich würde mal den Bürger mal ein Stück weit ausklammern. Ich glaube, hohes Maß an Verantwortung liegt in der Tat bei der Politik. Sie können anfangen auf der Bundesebene, wenn Sie Energiegesetze und Ähnliches haben. Sie sehen das in hohem Maße im Grunde genommen auch auf Landesebene, Stichwort Landesbauordnung, Stichwort Steuern, die auch eine große Rolle spielen, bis hin auf eine regionale Ebene, wenn es um Raumplanung und Ähnliches geht, wenn einfach Flächen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich auch für was insgesamt Handwerkerleistung haben wir auch Verteuerungen, aber ich muss auch ganz offen sagen, dass sich da Dinge ein Stück weit normalisiert haben. Wenn man sieht, wo wir vor 10 Jahren standen, heute ist es eigentlich so, dass Handwerker wieder auskömmliche Preise haben. Aber das hat auch zu Verteuerung geführt, bis hin zu DIN-Vorschriften und Ähnlichem, ja, die im Grunde genommen von Architekten entsprechenden Kammern vorgegeben werden, sodass man sagen kann, es ist eigentlich sehr vielschichtiges Problem und hat viele Verantwortlichkeiten. Wir haben in der Region Stuttgart auch das Problem, dass auch vielleicht teilweise nicht ausreichend Fläche zur Verfügung steht, dass wir schon in hohem Maße verdichtet sind. Und wie gesagt, Aufgabe wäre eigentlich, dass jede Gruppe einfach mal schaut, was können wir dazu beitragen, leisten, dass Bauen wieder günstiger wird. Wo können wir Bürgerinnen, Bürger, Investoren ein Stück weit entlasten, und wenn da der Bund seine Hausaufgaben macht, das Land seine Hausaufgaben macht, wäre schon vielen mal geholfen. Aber das ist ja die Aussage von Herrn Strenger, dass die Hausaufgaben eben nicht gemacht werden. Was muss denn passieren, dass da Bewegung kommt in die Kosten? Also wir sind ja als Haus und Grund mal froh, dass sich jetzt zumindest das Land Baden-Württemberg des Themas annimmt. Also wir haben ja die letzten Jahre
versucht, wenn ich gerade an das unsägliche Thema Landesbauordnung denke, da deutlich zu machen, was das bedeutet. Auch so Themen wie Energieeinsparverordnung und Ähnliches und haben ja erleben müssen, dass man uns zwar Kommunikation angeboten hat, aber dass man eigentlich nicht ernsthaft bemüht war, mal Themen wirklich auf den Prüfstand zu stellen und auch zu diskutieren aus einem Guss. Also für uns war das in der letzten Legislaturperiode als Eigentümerverband ein Problem, dass sie unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Jeder hat sein Thema für sich gesehen. Das Umweltministerium hat das Thema Klimaschutz und ähnliches Thema, was das dann aber auch fürs Bauen bedeutet, war nachrangig. Und deswegen ist es schon mal ein Fortschritt aus unserer Sicht, dass wir jetzt diese Wohnraumallianz in Baden-Württemberg haben, dass wir die Themen diskutieren in vier Themenblöcken, die einfach auch das Wichtigste sind, nämlich die Frage, wie kann ich Bauland gewinnen, was haben wir an Vorschriften, wie können wir Bauen finanziell fördern und was muss passieren im Bereich Regulierung, Wohnungseigentümergesetz, Mietrecht, dass man einen Ansatz wählt, zu sagen, wir schauen, stellen alles auf den Prüfstand und hoffen und erwarten uns natürlich auch ein Stück weit, dass es Entlastung kommt. Es gab ja eine erste Maßnahme jetzt beim Thema Plausibilitätsprüfung, wo wir sagen, da hat man schon einen Schritt nach vorne gemacht. Wir nehmen auch wahr als Eigentümerverband, dass das Thema Wohnbauförderprogramme deutlich besser ist als noch in der letzten Legislaturperiode. Auch da sehen wir Bewegung und deswegen hoffen wir, dass wir im Bereich der Wohnraumallianz noch, wie gesagt, den einen oder anderen Fortschritt erzielen. Das Handwerkszeug des Politikers ist das Wort, klar. Herr Hahn, erwarten Sie, dass den Worten Taten folgen, dass die LBO wirklich entschlackt wird, dass Bauen wirklich günstiger wird, dass wirklich was passiert? Also da muss ich zwei Punkte sagen. Der Herr Lipka kennt einen von denen, der da kommt. Mein Eindruck ist, die Politik wischt da einfach das auf, was sie über Jahre versäumt hat, und zwar über Jahrzehnte. Wenn Sie sich anschauen, bis 2001 war im Bundesgesetz Wohnen die geförderte Wohnung ein Gut für breite Schichten der Bevölkerung. So stand es im Gesetz. Heute reden wir von denen, die sich nicht mehr aus eigener Kraft mit Wohnraum versorgen können. Das heißt, man hat es von einem ganz breiten Spektrum der Bevölkerung auf die Schwächsten im Einkommenssegment runtergezoomt. Man hat die Gemeinnützigkeit von Genossenschaften abgeschafft und. Man ist davon ausgegangen, das ist kein politisches Thema, man braucht es nicht. Und geht jetzt her und stellt fest, hoppla, wir haben Zuzug, wir haben wachsende Städte, wovon man auch lange gedacht hat, das gibt es nicht mehr, das braucht man nicht. Und jetzt müssen wir wieder aufholen, was wir verpasst haben über Jahre. Und das Zweite zur LBO, der Herr Lipka weiß es, weil der ein entsprechender Landespolitiker, hochrangiges Mitglied der Koalition, wenn er davon ausgeht, dass die Presse nicht zuhört, halt sagt, nein, die LBO wird nicht entschlackt, auch wenn es im Koalitionsvertrag steht, weil man sagt, man muss sich mit Lobbygruppen anlegen. Barrierefreiheit abzuschaffen, hieße sich mit der Behindertenlobby anzulegen, Zitat, an die Dämmung ranzugehen, hieße der Anti-Öko-Politiker zu sein. Das heißt, Regulierungen zurückzuschrauben, heißt sich mit Lobbygruppen anzulegen und das ist was ein Politiker ungern tut. Herr Hausmann, haben Sie Angst vor der Lobby? Was ist los? Der Begriff Lobby ist immer etwas zwiespältig. Ich will mal ein paar Punkte nennen. Es wurde ja auf Herrn Hinrich die Grunderwerbsteuer angesprochen oder Steuer. Wir hatten 2010 in Baden-Württemberg für Länder, fürs Land und für die Kommunen oder die Kreise 740 Millionen Euro Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Wir haben die letzten beiden Jahren 1,6 Milliarden Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer gehabt. Und könnten Sie ja ganz viele Sozialwohnungen bauen? Und das sind schon Themen, wenn wir über die Herausforderungen sprechen, dass es auch für Familien schwieriger ist, dann wäre das ein konkreter Ansatz, auch hier zu sagen, insbesondere eben im wohnungswirtschaftlichen Bereich, die mindestens mal die Erhöhung. Wir selber haben in unserem Wahlprogramm auch festgelegt, dass man eben bis zu einem Betrag von 500.000 Euro erstmal gar keine Grunderwerbsteuer zu zahlen hat. Das wäre mal ein richtiger Beitrag, auch für junge Familien wieder auch ein Stück weit schnell mal 15.000 oder 20.000 Euro zu sparen. Das ist einer der Bereiche. Dann Landesbauordnung. Man könnte im Konsens wirklich mal hergehen und sagen, es gibt ja Bereiche, wo es so Sinn macht, vielleicht auch mal Fahrräder auch abzustellen. Das ist ja gar keine Frage. Nur, wir haben Situationen, wo es das Bauen erheblich teurer macht. Und da könnte man jetzt in der Wohnraumallianz sagen,
man setzt einfach mal aus. Man muss einfach mal den Schritt gehen und sagen, man setzt es einmal aus, die Dachbegrünung, die Fahrradabstellplätze, es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo man sagt, wir wollen da jetzt mal einen Beitrag dazu leisten, weil ansonsten habe ich immer irgendwo irgendeine Gruppe, die sagt, ja, aber den Punkt, den wollen wir aber nicht ändern und so kommen wir natürlich nicht so richtig vorwärts. Darüber hinaus kann natürlich auch Kommunen durch die Bereitstellung von Bauland natürlich erhebliche Teile dazu beitragen. Und dann gibt es noch andere Dinge, wenn ich dran denke, dass es immer schwieriger wird, Erdaushub zu deponieren, weil es immer weniger Deponien gibt, dann sind es kleine Mosaiksteinchen, an denen man auch arbeiten kann. Also ich würde mir wünschen, dass man sagt, man sollte mal im Sinne, dass man sagt, wenn man es noch nicht entscheiden kann, dann setzen wir es einfach mal aus. Auf Bundesebene die ENEF, die einfach jetzt Dimensionen hat, die aus meiner Sicht auch überzogen ist. Auch da könnte man sagen, wir setzen die letzte Änderung aus, um einfach auch zu sagen, wir wollen in den Paradigmenwechsel hinein, denn der Bedarf, der inzwischen da ist, der ist deutlich anders. Wir haben alle damit gerechnet, 2015 in der Region Stuttgart sinkt die Bevölkerungszahl. So gingen die Planungen auch in der Region Stuttgart in den letzten Jahren. Und deswegen müssen wir da jetzt einen Paradigmenwechsel machen. Herr Palmer, Sie waren mal Mitglied des Landtags, sind jetzt außen vor, können ein bisschen kritischer sein. Wie ist es denn? Wer macht denn die Gesetze? Die Lobbyisten oder die Politiker? Alle miteinander. Die Medien sind mit dabei, die Bürger, die Erwartungen haben. Und wir haben uns angewöhnt, dass es jedes Jahr mehr Gesetze gibt und mehr Regelungen und mehr Paragraphen. Es gibt immer jemanden, der schreit, dass noch was geregelt werden muss. Und solange das so geht, gibt es da auch keine Besserung. Übrigens, ich erkenne die nicht. Also wenn ich die Sache angucke, die ich regeln muss, da kommt alle Woche neues Schreiben, was es noch für eine tolle Regel gibt. Und das ist mir jetzt echt egal, ob der in Brüssel, in Berlin oder in Stuttgart hockt. Alle miteinander verschärfen ständig die Gesetzgebung. Kommt jede Woche was Neues auf der Schreibtisch. Das verteuert auch das Bauen. Das verteuert auch das Bauen und das verhindert auch die Baulandbereitstellung. Wenn ich Ihnen jetzt, ich habe keine Zeit dafür, aber erzählen würde, was ich alles für Schwachsinn auf dem Schreibtisch hatte, als es darum ging, in Tübingen 1500 Flüchtlinge unterzubringen. Also nur ein Beispiel. Der Tennisplatz, der irgendwie noch von drei alten Leuten benutzt wird, ist zu laut, um Flüchtlinge unterzubringen, 20 Meter daneben, weil die das Ploppen von den Tennisbällen nicht aushalten können. Und da ist die TA Lärm so strikt, dass du dann das Haus umdrehen musst, das du schon geplant hast, nachdem der Lärmgutachter drüber gegangen ist, die Schlafräume zur Straße hinbaust, weil Straßenlärm darf lauter sein als Freizeitlärm, damit die Leute dann nachher den Straßenlärm haben, wenn sie schlafen wollen, damit sie Ruhe haben vom Tennislärm, den es nachts und sonntags sowieso nicht gibt. Das ist ein solcher Bürokratenschwachsinn, du kriegst den Vogel. Und das kann ich Ihnen leider über grüne Themen mit Hochwasserschutz und Eidechsenschutz und Erdbebenschutz und Denkmalschutz und Juchten, es ist völlig egal, was du machst, alles vollkommen überzogener Quatsch. Und das muss man irgendwann auch mal in der Politik begreifen, dass es so nicht weitergeht. Ja? Die Summe dieser Schutzvorschriften macht es unmöglich, schnell und kostengünstig zu bauen. Und es gibt ein paar Sachen, die man auch ganz einfach regeln kann. Die ENIF, die mittlerweile, glaube ich, 100 Seiten hat mit den Ausführungsvorschriften, würde ich auf zwei Sätze zusammenstreichen. Erstens ein CO2-Ziel pro Quadratmeter und zweitens ein Primärenergieeinsatzziel. Und wie der Bauherr das erreicht, das soll doch der regeln. Da muss ich doch nicht Dämmstärken und Kellerdecken und Effizienzgrade für seine Heizung. Das Gesamtergebnis zählt doch. Mir machen lieber Detailregelungen an jedem Punkt. Kann auch kein Architekt mehr überblicken. Es gibt überhaupt kein Haus mehr, das normkonform gebaut wird. Ist gar nicht möglich bei der Menge an Normen, die du da alles beachten müsstest. Also was kann man machen? Ja, gehen wir mal konstruktiv ran, weil Aufregen nützt ja nichts. Also es macht halt Herzrasen, aber sonst kommt nichts bei raus. Ich glaube, die Ansatzpunkte, die wir gehört haben, sind nicht tauglich. Es gibt keine Chance, so viel Flächen auf den Markt zu bringen, dass die Marktpreise sinken. Schlicht ausgeschlossen. Ich hatte gestern eine Bürgerversammlung, da stehen mir 500 Bürger gegenüber und sagen, Schluss mit Wachstum in meiner Nachbarschaft nicht. Das ist so aufwendig, das kriege ich im Ballungsraum nicht hin. Das Einzige, was wir machen können, ist, Segmente zu definieren, wo der Staat eingreift und reguliert. Das heißt, Sie müssen sagen, 20-25% werden dem Markt entzogen. Kann der strenger machen, was er will. Der bietet die zum Festpreis an und sonst kriegt er kein Grundstück. An Grundfläche. 20% an Grundfläche. In der Größenordnung müssen Sie reingehen. Wir sind jetzt bei 25%. Wenn irgendwo Planrecht geschaffen wird, 25% kommen raus. Wir haben gegenüber allen Grundstückseigentümern in der Stadt gesagt, wenn ihr irgendwo bauen wollt, die Preise diktiert die Stadt. Wir kaufen ein für 150 bis 180 Euro der Quadratmeter. Wer nicht verkauft, kriegt kein Baurecht. Fertig.
es geht nur mit harten staatlichen Eingriffen, sonst kriegen sie nie diesen Preisauftrieb in den Griff, weil der Markt wird es nur nach oben ziehen. Wenn ich höre, dass Strenger 1400 Euro in Freiberg am Neckar zahlt für das Grundstück, das kann nicht zu günstigem Bauen führen. Das ist der Hauptansatzpunkt. Segmente bilden, staatlicher Eingriff, Preise regulieren und bezuschussen über Steuergelder. Und das Zweite, was Sie machen können, ist tatsächlich, wenn Sie systematisch rangehen und die ganzen Vorschriften auf Ausführbares reduzieren, die müssen dafür nicht weg, sie müssen nur ausführbar werden, dann können Sie tatsächlich Preise in den Griff kriegen, weil Sie müssen sich klar machen, wenn ein Haus heute 4.000 Euro der Quadratmeter kostet, sind über 1.000 Euro Planungskosten. Da hat noch keiner einen Stein in die Hand genommen und keinen Mörtel. Das glaubt einem keiner. Aber bis das alles geprüft und geplant und durchgemacht ist, und da sind die öffentlichen Planungskosten noch gar nicht dabei, sind 1.000 Euro weg. Da hat keiner ein Grundstück gekauft und keiner einen Ziegel irgendwo hingestellt. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel und da muss man ganz anders rangehen. Da ist nicht ein bisschen Dachbegrünung das Problem, sondern da ist die Grundsatzfrage, kann ich Ziele formulieren und die Ausführung dann den Leuten selber überlassen. Ein freiheitlicher Ansatz. Bei dem Schlagwort staatlicher Eingriff hat sich Herr Liebka kerzengerade aufgerichtet. Das denke ich mir. Deswegen sage ich es. Herr Liebka. Also ich bin natürlich schon fast naturgemäß kein Freund dieser staatlichen Eingriffe, weil ich glaube, die Vielzahl der staatlichen Eingriffe, auch bei der Grundstücksbevorratung fortzusetzen, ist im Grunde genommen der falsche Weg. Zum einen, die Lösung liegt eben nicht nur bei den sozial geförderten Wohnungsbauten, denn auch heute ist die Masse der Bedürftigen wird versorgt über Wohngeld, also das heißt über eine Subjektförderung und nicht über die Objekte, die gefördert werden. Wir haben auch gerade hier in Ludwigsburg bei vielen Gesprächen, auch hier mit dem Bürgermeister und Verantwortlichen auch gesagt, auch wir als freie und private Unternehmen können, wenn wir die gleichen Grundstückspreise angeboten bekommen, zu gleichen Preisen bauen, zu günstigeren Preisen sogar bauen und das günstiger anbieten. Das heißt, wir müssen auch in dem Punkt weg von diesen starren Schemata, die wir hier haben. Es muss eingegriffen werden und mehr Regulation bringt am Ende mehr Lösung. Ich möchte nochmal einen Schwenk machen auf die Grundstücksbereitstellung. Sie haben einen Themenkreis angesprochen, völlig zu Recht, weil Sie haben vorhin gesagt, die Bürger sind daran nicht beteiligt. Auch wenn ich mir damit weniger Freunde mache, aber die Bürger sind schon auch ein Faktor, weil wenn sie Grundstücke ausweisen wollen, haben sie sofort eine Bürgerinitiative, die sich dagegen wendet. Und also diejenigen, die Grundstücke oder die eine Wohnungsversorgung haben, sind natürlich nicht erfreut über die Bebauung durch neue oder die Ausweisung von neuen Baugebieten. Und das zweite Thema ist natürlich auch etwas, was man den Menschen oft verschweigt. Gerade in so verdichteten Regionen werden wir sicherlich auch dichter bauen müssen. Das heißt, eine andere Geschosshöhe als Realität akzeptieren müssen. Und also von daher, es ist eine Vielzahl, es ist ein bunter Strauß von Themen, die das Bauen verteuern. Es gibt nicht die eine Lösung, die den Stein der Weisen darstellt, mit der wir alle Probleme lösen werden. Und ich sitze jeden in der Woche zwei, dreimal in den Runden der Wohnraumallianz in Stuttgart. Die Interessenlagen sind völlig unterschiedlich. Wenn man die dort vertretenen Akteure sieht, bei manchen hat man eher das Gefühl, man will eigentlich das Bauen verhindern, obwohl wir ja eigentlich alle angetreten sind in der Wohnraumallianz, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, uns Gedanken zu machen, wie wir es erleichtern könnten, aber dann kommt beispielsweise, ich will jetzt nicht generell gegen den Naturschutz sprechen, aber dann kommen natürlich die Einwände von Seiten des Naturschutzes, wo ich sage, es geht doch am Ende nur darum, Abläufe zu beschleunigen, um schneller zu Wohnraum zu kommen. Und auch da gibt es noch Widerspruch. Also es ist ein bunter Strauß von Instrumenten, die am Ende angepackt werden müssen. Aber die Grundstücke sind, glaube ich, im Moment das zentrale Problem. Herr Hillig. Also ich will nochmal sagen, ich habe ja gesagt, ich lasse mal außen vor, ja, weil ich glaube, dass wir schlecht beraten sind, abzulenken und sagen, wir nehmen den Bürgern die Verantwortung und fragen nicht selbstkritisch, wo man an anderen Stellen Probleme lösen kann. Und ich will, Herr Palmer, zu Ihnen nochmal sagen, ich glaube einfach, wenn man diese Art von Politik macht, dass man wieder sagt, ich reguliere, ich gebe dem Bürger vor und so weiter und so fort, dann führt es zu Verunsicherung. Also ich sehe ja, wir vertreten 100.000 Mitglieder. Bei uns bedeutet jede Form von Regulierung zuerst mal ein Stück weit, dass die Bürgerinnen, dass unsere Mitglieder verunsichert sind und dann auch vielleicht Investitionsentscheidungen und Sonstiges nach hinten verschieben und sagen, ich lasse das mal außen vor. Und deswegen bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage,
wir müssen mal gucken, wie wir deregulieren, wo wir wirklich auch ein Stück weit Schranken abbauen. Ja, wenn ich sage das auch ganz offen, was wir gemacht haben, das Thema Mietpreisbremse, Kappungsgrenzenverordnung, was das auch wieder letztendlich bewirkt, dass jemand sagt, lohnt es sich überhaupt noch zu bauen, schafft es Wohnraum, es schafft keinen Wohnraum, überhaupt nicht, im Gegenteil, man überlegt, sagt, wenn jetzt was weiß ich was, ich habe Kommunen, Altbach oder sonst was, wo ich sage, da ist Wohnraum knapp, da habe ich entsprechende Regulierung, Mietpreisbremsenverordnung, was sagt man, dann gehe ich halt in den nächsten Ort, wo ich weiß, da ist die Regulierung nicht. Und deswegen wäre mein Appell und mein Wunsch, dass man sagt, wir schauen, wo wir deregulieren können. Ich sehe das auch, also ich habe ja bei dieser Wohnraumallianz bei einer Sitzung war ich dabei, da haben wir diskutiert, haben am Ende festgestellt, wo der Bedarf da ist. Und dann sagt das Umweltministerium ganz locker, an diesen Standards wollen wir nichts mehr verändern. Diskussion beendet. Und so kann das im Kern nicht funktionieren. Ja, Hein? Jetzt muss ich als Journalist natürlich wieder Klischee erfüllen, schlicht ganz vielen Leuten widersprechen. Zum einen, natürlich braucht es einen Eingriff. Ganz ohne Eingriff wird der Markt das nicht regeln. Die Preise werden weiter massiv steigen und dann haben wir ein riesiges Problem. Und was ich mich ehrlich gesagt frage, schauen Sie sich in anderen Städten, in anderen Ländern das an, es geht ja. Die Münchner haben das Modell soziale Bodennutzung, München 1 bis 5 oder 6 mittlerweile, seit 94. Und jeder einzelne Beschluss im Münchner Stadttag wird einstimmig gefällt. Und die müssen im Stadtrat sogar noch koalieren. Das geht. Und Punkt 2, mehr Wohnungen haben natürlich einen Einfluss auf den Preis. Die werden nicht sinken. Aber ich habe es vor 2, 3 Ausgaben bei uns verglichen. Die großen 7 Städte in Deutschland, seit 2000, wie viele neue Wohnungen und wie viele neue Einwohner. In Hamburg kommt auf jeden neuen Einwohner eine neue Wohnung in der Zeit. In Stuttgart haben sie auch knapp über 50.000 neue Einwohner, aber halt bloß 18.000 neue Wohnungen. In Stuttgart das Ergebnis, steigen die Preise bundesweit am schnellsten, in Hamburg halt nur halb so schnell. Natürlich steigen sie dort auch, aber 30% in 5 Jahren, von 2010 bis 2015 ist ein Unterschied, als wenn es 62% sind wie in Stuttgart. Aber liegt das nicht auch daran, dass ich im Grunde immer die Region Stuttgart als Ganzes sehen muss? Ich sehe auch nicht nur die Innenstadt von Hamburg. Stuttgart ist nun mal extrem klein und im Grunde ist Blochingen, sage ich mal, sowas wie ein Außenbezirk von Hamburg. Na ja, klar, aber das war wahrscheinlich vom Stuttgarter OB die cleverste Aussage, die er je gemacht hat, weil sie zu nichts führt, aber trotzdem nicht falsch ist. Wenn er sagt, was wir in Stuttgart nicht können, muss in der Region passieren. Da hat er recht. Die Stadt kann nicht alles. Natürlich muss viel in der Region passieren. Aber ich habe mich als Reaktion darauf mit Herrn Pfeiff, mit dem Bürgermeister von Renning getroffen, der das größte Baugebiet in der Region hat. Ich habe den Namen nicht ausgesucht, das heißt Schnallenecker, kann keiner was dafür. Das sind 15 Hektar, da steht ein Einfamilienhäuschen am nächsten. Und da haben sie den Bodenpreis bei 500 Euro den Quadratmeter zum Anfang. Das heißt, da haben sie noch kein Haus gebaut, haben schon 250.000 für den Bauplatz bezahlt. Diejenigen, die in Stuttgart keine Wohnung finden, weil sie sich leisten können, die werden nicht ins Einfamilienhäuschen nach Renningen ziehen, weil das können sie sich genauso wenig leisten. Trotzdem, ist es ein Preisproblem oder in erster Linie ein Angebotsproblem? Wir haben unser Haus in Esslingen 99 gekauft, der Preis hat sich seitdem verdoppelt. Aber wir haben damals finanziert mit 6% Zinsen. Heute steht eine 1 vom Komma, also ist die Belastung für die privaten Haushalte ist doch eigentlich eher gesunken. Ja, aber wenn Sie finanzieren müssen, dann müssen Sie erstmal eine Anzahlung leisten und die richtet sich nach dem Gesamtpreis. Und wenn Sie dann eine geförderte Wohnung auf dem Stuttgarter OLGL-Areal, öffentlich geförderter Wohnraum, kostet eine 500.000 vor Steuern, vor Makler. Und Sie dürfen dann, wenn Sie ein Kind haben, ein bisschen über 40.000 Euro verdienen, damit Sie in die Förderung reinkommen. Ja, ja, wie viele Leute kennen Sie, die 250.000 auf der hohen Kante haben, aber bloß 40.000 Euro, bloß in Anführungszeichen, verdienen? Die gibt's nicht. Das ist natürlich gefährlich, wenn wir jetzt sagen, wir haben niedrige Zinsen, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass das, auch wenn wir jetzt keinen Blick haben, dass es morgen gleich anders wird, aber es ist eigentlich gefährlich zu sagen, das ist gar kein Problem, wir haben 1% Zinsen, was machen die, wenn wir in 10 Jahren andere Zinsen haben, da ist das Haus noch nicht abbezahlt. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn man muss es auch langfristig, das ist eine Lebensentscheidung für viele. Ich will ein bisschen provozieren. Ja, ja. Könnte man nicht sogar fragen, ob Wohnen nicht sogar zu günstig ist? Ist es richtig, Standards, energetische Standards aufzuweichen? Ist nicht das Hauptproblem, dass wir nicht genügend Boden haben? In Japan lebt eine vierköpfige Familie im Schnitt auf 30 Quadratmetern. Das will bei Gott bei uns keiner haben. Also wenn man die
Stuttgart mal anschaue, im Westen, 80 Quadratmeter, Jugendstilwohnung, da hat früher eine Familie gelebt mit 3 Kindern. Heute lebt ein Ehepaar drin. Und jetzt gut läuft ein Ehepaar mit 1 Kind. Müssen wir nicht eher wieder kleiner bauen, damit wir überhaupt auch ökologisch und ökonomisch klarkommen? Das Thema Flächenverbrauch, das Thema energetische Standards. Ob ich jetzt 40 Quadratmeter beheize oder 80 Quadratmeter, ist auch ein Unterschied. Also das richtet sich jetzt unmittelbar an die ökologische Fraktion. Tut mein Dings da? Das ist eine sehr ökologische Fragestellung. Ich sage als Realo, wer Verzicht predigt, kann sich sofort unter 5% ins Off verabschieden. Das machen die Leute nicht in diesem Land, einfach vergessen. Ja? Der Trend ist mehr und nicht weniger Wohnraum. Das hat sich wenigstens verlangsamt. Wir sind bei 45 Quadratmeter jetzt, glaube ich, pro Kopf. 46 mittlerweile. Und wer glaubt, dass man damit das Flächenproblem löst, der kann ja mal versuchen, jemanden einzuquartieren in eine Wohnung. Das ging nach dem Krieg, aber das geht heute nicht mehr. Einfach vergessen, irreale Lösung bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich will auch den energetischen Aspekt nochmal erwähnen. Sinnloses Einsparen. Wir haben das für unsere Flüchtlingsbauten überprüft. Du hast so viele Kosten auf die Betriebszeit von 30, 40 Jahren, dass dies keine Einsparung ist, sondern mehr Kosten. Und da rechne ich als Stadt dann schon nach 30 Jahren und nicht, was habe ich am Anfang gespart, sondern was habe ich auf die Laufzeit. Energiekosten sind Betriebskosten und die dann nachträglich zu bezahlen, bringt dich nicht weiter. Das ist eins, wo Einsparungen nichts bringen, weil sie nur Scheineinsparungen sind. Ich will nochmal erläutern, was ich meine mit staatlichem Eingriff. Weniger Regulierung bei Vermieten, Wohnen, Bauen. Mehr Regulierung bei der Bereitstellung von Bauland. Ja, darum geht's. Wir kriegen ohne staatlichen Eingriff kein günstiges Bauland. Müssen wir mal ganz konkret sagen in Tübingen, da wo wir das machen, kommen Wohnungen für 3.000 Euro pro Quadratmeter raus, im regulierten Sektor und 5.000 auf dem freien Markt. Das ist die Preisspanne. Und ohne diesen Sektor von 25% 3.000 Quadratmeter Wohnungen kostet nachher alles 5.000, weil der Markt gibt das her. Wenn ich es nicht vorschreibe, dass das die Verkaufsgrenze ist, nimmt der Markt für 5.000 ab und niemand von denen, die günstig Wohnungen brauchen, bekommen irgendwas. Bauen auch Private dann auch, nicht nur Kommunale. Ne? Ja, natürlich, das sind keine Kommunalen, die da bauen. Ja. Wir regeln einfach, was der Preis ist. Ja? Wir machen den Markteingriff anders, ist es nicht zu halten. Und für die Grundstücksverkäufer, die ich da jetzt massiv herannehme, ist halt das, was die akzeptieren müssen, dass sie nur 180 Euro der Quadratmeter kriegen, ohne einen Finger krumm zu machen fürs Grundstück, das die Großeltern vererbt haben, und nicht 400 oder 500. Diesen Eingriff vertrete ich, aber es ist sozial nicht mehr tragbar, dass diese Preise so nach oben laufen und die Leute sich der goldene Nase verdienen, eine kleine Minderheit von Grundstücksbesitzern, von Großeltern und alle anderen ohne Wohnung dastehen. Und für diesen staatlichen Eingriff plädiere ich, er funktioniert in München, er funktioniert in Ulm, er funktioniert in Tübingen. Es ist möglich mit den bestehenden Instrumentarien. Und noch ein letztes, wenn man bei der Bauordnung was machen will, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man auf dem Zwang zum Bau eines Stellplatzes, und zwar fürs Auto, verzichtet. Das bringt Ihnen in der Tiefgarage, und nur so bauen wir in der Stadt, 30.000 Euro pro Wohnung. Ist eine kleine Wohnung mit 60 Quadratmeter, ist das selbst bei 5.000 Euro der Quadratmeter 10% weniger. Und in der Stadt brauchst du keinen Autostellplatz für dich allein. Das geht mit Carsharing, was die jungen Leute machen, sowieso viel besser. Was ist das Ergebnis? Meines Wissens haben 3 Kommunen in Baden-Württemberg bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, diesen bescheuerten Stellplatzzwang zu reduzieren. Tübingen ist eine von den 3. Die anderen tun es immer noch nicht, weil das Auto so heilig ist. Also wir müssen halt dann auch wirklich an den Stellen, wo es geht, sagen, entlassen wir die Leute in die Freiheit. Die werden entweder ihr Auto teilen oder einen Parkplatz finden. Aber wir müssen ihnen nicht vorschreiben, dass sie ihnen für 30.000 Euro zu einer Einzimmerwohnung dazu bauen. Deckeln Sie nur den Grundstückspreis oder deckeln Sie auch den Verkaufspreis? Beides. Wie gerade gesagt, der Grundstückseinkaufspreis ist gedeckelt. Und der Verkaufspreis für das regulierte Segment ist gedeckelt. Das heißt, Sie sagen ganz klar, du darfst nicht mehr als 3.000 Quadratmeter verlangen, das schreiben Sie rein in den städtebaulichen Vertrag, oder? So ist es. Okay. Herr Strenger, Sie haben sich gemeldet. Ich könnte jetzt noch viel sagen, bin froh, dass der Herr Palmer zumindest nicht die Maximalwohnfläche pro Person regulieren möchte. Nicht ganz ernst gemeint. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Wohnfläche von vorher, dann sage ich vielleicht was zu der Grundstücksbereitstellung. Ich glaube, der Markt, wir brauchen mehr Markt und der Markt reguliert die Wohnfläche selber. Also der, der sich leisten kann, das Ehepaar mit 80, das einfach in dem Einfamilienhaus wohnen bleibt, ich denke mal, das soll man den Leuten gönnen. Ja, das ist besser wie vielleicht Kleeblatt oder Augustinum, vor allem günstiger auch.
Daran können wir nicht dran rütteln, das geht auch nicht, das ist ein privates Recht. Was wir aber spüren, wir machen ja im Moment auch im Neubaubereich keine Wohnungen, 3-Zimmer-Wohnungen werden mit 100 Quadratmeter, sondern wir versuchen wieder 75 Quadratmeter zurückzugehen. Und das heißt, der Markt reguliert die Dinge auch von selber. Und das ist meine Meinung, wir brauchen mehr Markt, wir brauchen mehr Bauland, egal wie man es jetzt bereitstellt. Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel. In Stuttgart gibt es im Moment mehr Penthouse-Wohnungen zu kaufen und zu mieten wie Sozialwohnungen. Das heißt, wenn Sie im Moment versuchen, in Stuttgart Wohnungen zu vermieten um 2.000, 2.500 Euro, wo man mal gedacht hat, es geht alles, so hochwertiges Klientel gibt es, da brauchen Sie im Moment Vermarktungszeiten von 3-5 Monaten. Das heißt, der Markt reguliert es. Und wenn Sie in Stuttgart inzwischen um 8.000 Euro verkaufen, dann merken Sie auch, dass das Klientel in der Pyramide oben sehr, sehr dünn wird. Ja? Das heißt, der Markt regelt es und das heißt, wir brauchen mehr Markt, wir brauchen auch mehr Bauland. Und Herr Palmer, zu Ihnen, ich finde Ihren Ansatz gut. Das ist auch das Münchner Modell, dass man sagt, ein Teil, was die Kommune bereitstellt, das machen wir zu einem gedeckelten Preis, das bekommen auch Private. Nur der Unterschied ist zwischen München und Hamburg, dort gab es immer und erst vor kurzem wieder Allianzen, wo die Stadtverwaltung zusammensitzt, mit allen großen Bauträgern in München, mit dem Big Five oder auch mit ein paar anderen. Es gibt in Hamburg eine hervorragende Wohnungsallianz, wo man sich an den Tisch setzt und sagt, Privater, was bist du bereit, einen sozialen Wohnungsbau zu machen? Was bist du bereit, auch einen gewissen Deckel, eine Preisgrenze nach oben zu akzeptieren? Und wenn wir die Dinge gemeinsam angehen, dann finden wir Lösungen im Gegensatz zu Kommunen, die sich abschirmen und sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir das alles selber machen. Ich glaube, der Ansatz liegt dort einfach in einem gemeinsamen Vorgehen. Eine kleine Ergänzung dazu. Es ist völlig richtig, dass wir mehr Penthouse-Wohnungen als Sozialwohnungen auf dem Markt haben. Es liegt aber zum Teil auch daran, dass wir in der Vergangenheit Jahre hatten, wo keine einzige Sozialwohnung fertig wurde. Also, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Es ist bestimmt richtig, sich an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie kann man mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. In Stuttgart gibt es auch SIM, das Stuttgart Innenentwicklungsmodell, dass Bauträger einfach einen gewissen Anteil von Sozialwohnungen schaffen müssen. In 3/4 Wegen. Aber führt das nicht dazu, dass dann die freien Wohnungen im Preis teurer werden? Und müsste der Bauträger ja auf Marge verzichten. Herr Strenger. Das ist sicher beides richtig. Ich meine, der Bauträger hat mit Sicherheit, wir haben 70 Mitarbeiter, die wollen am Jahresende, am Monatsende ihren Gehalt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall weiterhin marktwirtschaftlich und gewinnorientiert arbeiten. Wir sind aber auch bereit, in solchen Zeiten zu sagen, dann subventionieren wir mal Sozialwohnungen, behalten die im Bestand. Wir haben jetzt eine Bestandsgesellschaft gegründet, aus der Notwendigkeit heraus und sind auch mal bereit, auf Marge zu verzichten. Oder wir machen natürlich teilweise auch eine Quersubventionierung und sind aber dazu bereit, wenn wir dann aber auch adäquat Grundstücke bekommen, wie die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen. Also dann darf halt in Tübingen aus Grundstücken 1.200 kosten, dann darf es von Ihnen halt 600 kosten und dann kann man die Dinge auch umsetzen. Wenn Sie aber mal Land auf, Land abschauen, das sind wenige Kommunen, die diese Grundstücksregulierungen machen, wie auch Tübingen. Tübingen geht übrigens, wir bauen dort zweite Bauvorhaben, ich glaube 60 oder 70 Wohnungen. Das ist eine pragmatische Kommune, ja? Dort können Sie was bewegen, Sie kriegen eine schnelle Baugenehmigung, dort sitzt einfach jemand, der sagt, okay, ich kenne alle Interessen, ich kenne die Interessen des Bauträgers, des Käufers, des Mieters. Also das ist eigentlich für uns eine positive Erfahrung in Tübingen, nicht weil der Herr Palmer da sitzt, wir unterstützen nicht alles, was er denkt. Aber was machen denn die meisten Kommunen in Baden-Württemberg? Die versteigern doch ihre kommunalen Grundstücke aus den Baugebieten meistbietend. Ja? Dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Und dann haben wir, ich verstehe natürlich, dass ein OB auch andere Interessen hat. Der will vielleicht seinen Haushalt irgendwo sanieren über diese Maßnahmen. Der hat auch Infrastrukturfolgekosten. Aber so kann es natürlich auch nicht gehen. Dann muss auch die Kommune bereit sein, sagen, dann verzichten wir drauf und machen ein Gebiet zum Nuller mit Infrastruktur und dann können wir auch preisgünstiges Wohnungen anbieten. Herr Liebka, Herr Hausmann. Gut, ich meine, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Man kann natürlich die Grundstückspolitik auch nicht so betreiben, dass man durch die Bedingungen, die man festsetzt, am Ende
unsere Bauträger von dem Markt ausschließt. Also ich will nur an das Beispiel in Stuttgart erinnern, wenn ich 80% gebunden habe, 60% im sozial geförderten Wohnungsbau, dann kann ich auch direkt sagen, wir wollen mit freien Unternehmen vor Ort nicht mit städtischen Grundstücken bauen. Und das kann auch nicht die Lösung sein. Es muss am Ende ein Miteinander geben, denn unsere Unternehmen im BFW sind bundesweit für etwa 50% des Wohnungsbaus, Wohnungsneubaus verantwortlich. Man braucht einfach diese Kapazitäten, um tatsächlich am Markt was zu bewegen. Wir haben ja so einen Bedarf, je nachdem gibt es verschiedene Werte zwischen 60.000 und 90.000 Wohneinheiten im Jahr. Wir haben letztes Jahr 46.000 Wohneinheiten genehmigt. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge Notwendigkeit da. Ich habe jetzt gar keine Sorgen, dass man nicht genügend Volumen schaffen könnte, sowohl für kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie eben auch für private Bauträger. Ich glaube, wichtig ist, so wie es jetzt Tübingen beispielsweise auch macht, der Kommune, insbesondere hier auch bei uns in der Region, sollte sich mal wirklich eine Strategie überlegen, was brauchen wir denn, welchen Bedarf haben wir denn? Also 500 oder 1500 oder 3000 Wohneinheiten in den nächsten 15 Jahren. Und dann, denke ich, ist es notwendig, einen runden Tisch zu machen, weil dann ist man nicht in Wettbewerb zwischen den kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften oder kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und den privaten, sondern geht man da gemeinsam voran, weil da ist genügend dann da, wenn man sich daran eben auch orientiert. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil auch beim Landeswohnraumförderprogramm, das man jetzt ja aufgestockt hat, wenn man die Zahl der Wohneinheiten sieht, dann deckt das eben vielleicht irgendwo mal 10% vielleicht ab. Aber wir brauchen im Grunde genommen das private Engagement, sonst lässt sich das gar nicht lösen. Wir wollten eigentlich die letzte Viertelstunde Sie mit einbinden, aber wir sehen Sie gar nicht. Frage an die Regie, kann man das Licht im Saal so ein bisschen anmachen? Ja, super. Bisschen heller noch, dass wir auch die Hände sehen, die hochgehen, wenn es geht. Hat jemand eine Frage von Ihnen, meine Damen, meine Herren, ans Podium hier oben? Jawohl, dann habe ich hier so ein Mikro. Da kommen wir jetzt die steile Treppe runter, die ich hoffentlich nicht runterfalle. Die ist, glaube ich, eigentlich mal normgerecht, oder? Bestimmt nicht. Da ist schon Geländer dran. Also. Sie wollen alte Regulierung. So, die erste Frage aus dem Publikum. Jetzt bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Helga Schneller, ich bin Vorsitzende von Haus und Grund Ludwigsburg, war 10 Jahre im Gemeinderat und kenne deshalb die Kommunalpolitik von Ludwigsburg sehr gut. Ich hätte eine Frage an den Herrn Palmer zur Grundstückspolitik. Wir machen in Ludwigsburg ja Ähnliches, aber deutlich bürokratischer. Ich finde es schade, dass man den privaten Grundstückseigentümer nicht mit einbezieht in die Schaffung von Wohnraum. Sie sagen, die Kommune muss die Hand darauf haben, kauft alle Grundstücke zu einem Preis, den die Kommune festlegt. Somit gibt es zum Beispiel keinen Marktpreis mehr für Bauerwartungsland. Der private Eigentümer muss sein Grundstück einbringen und hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, zumindest in Ludwigsburg, dass er wieder eine Grundstücksfläche zugeordnet bekommt, wo er ein Mehrfamilienhaus drauf erstellen kann. Weil eins ist auch klar, der private Kleinvermieter ist einer von den sozialsten Vermietern. Weil es haben Untersuchungen ergeben, dass die privaten Kleinvermieter während eines laufenden Mietverhältnisses eigentlich nie die Miete erhöhen. Und deshalb halte ich es für ganz fatal, dass man in Ludwigsburg zumindest den privaten Grundstückseigentümer da ausschließt. Ich hoffe, es ist in Tübingen nicht so, sondern man bekommt dort ein Grundstück zugeordnet. Und dann möchte ich noch einmal sagen, man weist jetzt darauf hin, dass der Grundstückspreis der Preistreiber ist. Das halte ich für zu hoch gegriffen. Es sind viele andere Faktoren, die wirklich die Preise nach oben treiben. Und das ist nicht die Grundstücksfläche. Ein anderes Phänomen, auch hier von Ludwigsburg, weil da kenne ich den Markt und kann da drüber reden. Die Kommune lässt auch nicht zu, dass vorhabenbezogene Bebauungspläne für zum Beispiel ein ehemaliges Industriegebiet in der Stadt, wenn es über 3000 Quadratmeter sind, mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan entwickelt wird.
Wir haben da viele Beispiele und der Herr Strenger weiß selber, wie lange er an diesem Beiwahrgelände mit der Stadt gerungen hat, weil es eben den Beschluss gibt, es wird Neubauland nur dort entwickelt, wo die Fläche im Eigentum der Stadt ist. Und das halte ich für einen zu starken Eingriff in die Marktwirtschaft. Dann hätte ich noch die zweite Frage, nämlich über tatsächlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ist es sinnvoll, das Landeswohnraumförderprogramm tatsächlich weiter zu fördern? Ist es sinnvoll, Sozialwohnungen zu bauen? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, tatsächlich die Menschen zu unterstützen? Weil bei den Sozialwohnungen habe ich immer nach wie vor noch das Fehlbelegungsproblem. Und das bekomme ich nicht weg. Es gibt viele Konzepte, die besagen, ich kann, wenn ich mit Nachrangdarlehen oder auch mit einer Stundung der Grunderwerbsteuer, die immerhin 5% beträgt, Menschen unterstütze in der Eigenkapitalbildung mit Nachrangdarlehen oder Stundung der Grunderwerbsteuer, um ihnen zu ermöglichen, Eigentum zu bilden, ist das nicht eine sinnvollere Vorgehensweise? So, die nächste Stunde ist gefüllt. Er fühlt sich angesprochen, Herr Palmer. Ja, ich kann es mit Ludwigsburg nicht vergleichen, ich kenne die Situation nicht hier, aber ich kann die Frage auf Tübingen bezogen beantworten. Wir machen das so, dass diejenigen, die Grundstücke einbringen in Neubaugebieten, nachher wieder kaufen können zum entwickelten Fixpreis, wie jeder andere auch, haben sie sein Vorkaufsrecht, aber nur mit Bauverpflichtung. Weil wir wollen, dass es keine Baulücken gibt. Und in dem Rahmen geht es natürlich maximal bis zu der Fläche, die man eingebracht hat. Und dann kann man auch wieder zurückkaufen. Man muss dann innerhalb von 4 Jahren auch das Haus dann hingestellt haben. Was wir nicht wollen, ist schon das Problem konventioneller Baulandentwicklung, dass du dann halt 30 oder 40 oder 50 Jahre die Enkelgrundstücke vor dir her schiebst und wieder nichts auf den Markt bringst. Was die Frage von vorhabenden bezogenen Bebauungsplänen angeht, also meiner Erfahrung nach macht es keinen so großen Unterschied, ob es ein normaler oder ein vorhabenbezogener ist. Es gibt bei uns da keine fixe Trennung. Wir sind im Innenbereich auch nicht so strikt, dass wir sagen, nur wenn dann die Kommune verkauft wird, in der Regel ist das eine so große Hürde, dass dann nichts passiert. Das haben wir jetzt auch gemerkt, da das Projekt, das Herr Strenger anspricht in Tübingen, da war die Verwertungsgesellschaft, an die die Bahn die ganzen Flächen in den 90er Jahren verkauft hat, der Eigentümer von Bahngrundstücken. Ja, wenn du sagst, erst wenn das an die Kommune verkauft wird, wird es entwickelt, wird es nie entwickelt. Das ist leider so. Und da sind wir dann schon kompromissbereit. Aber wir machen es im Außenbereich, da wo es um unbebautes Land geht, nur nach diesem Modell und es funktioniert gut. Wir haben jetzt in 4 oder 5 Baugebieten innerhalb eines Jahres die Unterschriften von allen Eigentümern zueinander bekommen. Wenn die Randbedingungen klar sind, der Gemeinderat steht einstimmig dahinter, dann wissen die Leute, jetzt nehme ich die 180 Euro mit, anstatt dass ich noch 30 Jahre warte, bis der Palmer weg ist, das lohnt sich nicht. 30 Jahre, Dienst älteste OB in Deutschland. Ich bin 45, die Altersgrenze ist bei 75. Bis dann aber die Altersgrenze aufgehoben sein wahrscheinlich. Also, vielleicht noch Landeswohnraumförderprogramm. Ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns schon auch an Subjektförderungen orientieren sollten. Das halte ich auch für wichtig. Aber ich denke, vielleicht brauchen wir auch Mischung. Es wird nicht überall gelingen, mit einer Subjektförderung dann auch für betroffene Familien was zu finden. Aber vom Grundsatz her wäre es die bessere Ausrichtung, anstatt es eben immer am Objekt auszurichten und wir tatsächlich über die Jahre viele Fehlbelegungen zu haben, die dann wieder blockieren auch. Gibt es aus dem Publikum eine weitere Frage? Sehe ich erstmal nicht, dann klettere ich die Treppe wieder hoch. So, mit Blick auf die Uhr, denke ich, kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Ich glaube, einfach jeder von Ihnen nochmal sagt, was wäre Ihr persönliches Erfolgsrezept für bezahlbares Bauen? Was würden Sie gerne ändern? Fangen wir vielleicht ganz außen an. Also ich glaube auch, dass wichtig ist, dass wir sich mal gemeinsam an den Tisch setzt, gemeinsame Strategien entwickelt. Vielleicht Belange, die vorher eine große Rolle gespielt haben. Also man muss immer sehen, was kriege ich an Erfolg? Und gerade beim Thema ENEF und Ähnlichem ist es ja so, dass ich im Grunde genommen viel Geld investieren muss,
um einen geringen Erfolg zu erzielen. Und deswegen glaube ich, dass man dann einfach das Ergebnis offen diskutieren muss. Ich glaube, dass der Staat gefordert ist, Bauen billiger zu machen, in dem Sinne, dass auch zum Beispiel Grunderwerbsteuer und Ähnliches vielleicht reduziert wird. Wir brauchen auch da einen Umbau. Das Thema Share Deals haben wir überhaupt nicht angesprochen, dass es heute im Grunde genommen gewerbliche Immobilienveräußerung gibt, wo ich keine Steuern zahle und die Familie zahlt. Wir müssen auch vielleicht darüber nachdenken, wie wir steuerlich fördern können. Also ein ganz wichtiger Aspekt wäre mir auch, dass man mehr Anreize setzt, also dass wir auch die Menschen fördern, die bauen wollen. Was mir auch ein Punkt ist, kommunale Wohnungsbaugesellschaften sollen sich auch wieder auf das Segment konzentrieren, für die sie ursprünglich zuständig waren. Auch das ist ein Thema. Wir brauchen also einen vielschichtigen Ansatz und ich baue darauf, dass wir das nicht mit Regulierung hinkriegen, sondern mit Deregulierung. Vielen Dank, Herr Hahn. Die Kommunalen waren immer für einen wesentlich größeren Marktanteil zuständig, als es jetzt sind. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, es bedarf ganz viel Ehrlichkeit, nämlich dass man erkennen muss, dass jeder, der in dem Feld aktiv ist, ein Stück weit wahrscheinlich von den eigenen Interessen ein Stück weit zurücktreten muss. Das heißt, um dieses Problem, was uns, glaube ich, noch ganz lange beschäftigen wird, ernsthaft zu lösen, da müssen sicher diejenigen, die marktwirtschaftlich arbeiten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf ein Stückchen Gewinn verzichten. Da müssen die ein oder anderen Egos in Diskussionen ein bisschen kleiner werden. Und um ehrlich zu sein, gehört natürlich auch dazu, das, was Herr Palmer gesagt hat, wenn ein staatlicher Eingriff erfolgt, dann erfolgt er über Geld. Und da müssen wir darüber reden, dass das, was da lange versäumt wird, auch teuer ist, wieder aufzufegen. Wenn Sie sich anschauen, natürlich, die Preise steigen in unterschiedlichen Kommunen unterschiedlich stark. Schauen Sie sich mal an, wie viel die Kommunen für den Wohnungsbau ausgeben, für die Wohnbauförderung. Wenn Sie das runterrechnen, wenn Sie da die gleichen Maßstäbe anlegen, kommen Sie beispielsweise in Stuttgart auf eine Summe von 8, 9 Millionen im Jahr. In Hamburg und in München kommen Sie auf 170 Millionen im Jahr. Und dann ist auch die Frage beantwortet, die Sie vorher gestellt haben, wird die frei finanzierte Wohnung dadurch teurer, weil der Bauherr ein bisschen was Gefördertes bauen muss? Das kommt auf die Höhe der Subvention auch an. Also am Schluss ist es eine Frage, wie ernsthaft widme ich mich dem Thema und wie sehr ist auch jeder Einzelne bereit, da einen ehrlichen Beitrag zu leisten. Vielen Dank. Herr Strenger? Ja, ich glaube, in Stichworten zusammengefasst, wir brauchen mehr Bauland, mehr Markt, ob reguliert oder nicht. Ich denke, da ist die private Wohnungswirtschaft auch bereit dazu. Wir brauchen eine Kostensenkung über Deregulierung, da glaube ich allerdings politisch nicht dran. Aber da gibt es einfach auch intelligente Lösungen, wie es der Herr Palmer angesprochen hat. Wir satteln ja immer irgendwo drauf, wir fordern Fahrradstellplätze, was okay ist, was auch notwendig ist. Da muss ich aber auf der anderen Seite richtig, wie der Herr Palmer sagen, dann verzichte ich auf Stellplätze. Wenn Sie im Moment wohin kommen, wir reden weltweit nur noch über Digitalisierung 4.0. Über Carsharing, tolle Geschichten. Ich habe die App, wo ich mein Auto bestellen kann. Wir kommen aber nicht auf die Idee, gesetzlich zu sagen, dann brauche ich doch nicht mehr einen Stellplatz in Wohnung. Dann reicht 0,5. Also es sind Ansätze, Grunderwerbsteuer, es gibt viele. Man muss vielleicht einfach wieder ein bisschen intelligenter denken, um die Kosten runterzubekommen. Dann würde ich mir wünschen, dass es auch für Kapitalanleger einfach eine erhöhte Abschreibung gibt. 3-4% wäre sehr gut. Wir reißen heute Gebäude ab aus den 70er Jahren, ich will das Thema nicht vertiefen, aus ökologischen Gründen, wo wir sagen, bevor ich dort eine umfangreiche Modernisierung mache, ist Abriss billiger, um auf energetisch sinnvolle Lösungen zu bekommen. Da kann ich aber nicht eine 2% Abschreibung machen, wo ich davon ausgehe, dass ein Lebensalter eines Gebäudes bei 50 Jahren liegt. Also das wäre ein Ansatz. Und abschließend, last but not least, das, was heute angesprochen wurde, ist mir sehr wichtig. Der Hahn hat es angesprochen, auch ein Stück Ehrlichkeit. Ich glaube, dass niemand, egal welcher Interessenvertreter, die Probleme alleine löst. Jeder muss ein Stück verzichten. Und die Ergebnisse in Deutschland, das kann man in den 7 großen Ballungsräumen beobachten. Dort, wo Kommune, gemeinnützige Wohnbauunternehmen, die Privatwirtschaft und auch die Belange der Mieter und Käufer zusammenkommen an einem ehrlichen Tisch und darüber diskutiert wird, dort gibt es Lösungen. Das ist für mich Hamburg, das ist München und in dem Fall auch Tübingen. Das müssen wir müssen miteinander reden und dann kriegen wir Ergebnisse, weil keiner löst das alleine. Besten Dank, Herr Liebka.
Herr Sprenger hat schon ganz viele Dinge und auch meine Vorredner haben schon viele von den Dingen gesagt, die ich auch angesprochen hätte. Um nicht alles nochmal zu wiederholen, vielleicht auch nochmal den Punkt auf die Langfristigkeit der Planungen im Bereich des Wohnungsbaus. Wir reden immer nur über die aktuellen Probleme. Eigentlich müssten gerade kommunale Vertreter schon jetzt die Probleme der nächsten 10 oder 15 Jahre im Auge haben. Nicht nur die Flächen, die wir heute bebauen wollen, im Auge, sondern auch schon die Flächen von übermorgen. Denn der Bedarf wird in den Ballungsgebieten weiter so bleiben. Und das ist ein Teil der Ehrlichkeit, dass man dieses Thema mit angeht. Das Zweite, Ehrlichkeit ist schon mehrfach gefallen. Wir können auch nicht jedem versprechen, dass er in den Innenstädten zu einem super günstigen Preis kaufen oder mieten kann, sondern auch da gehört es dazu, dass wir hier ehrlich mit umgehen und nicht Erwartungen wecken, die wir am Ende in Regionen nicht lösen können. Wir brauchen immer mehr Zusammenarbeit. Zusammenarbeit der Kommunen untereinander, gerade in den Metropolen, wo die kommunale Grenze ja irgendwann verwischt ist. Wir brauchen Zusammenarbeit auch zwischen den Unternehmen, die bei der Bebauung zusammenarbeiten können. Und wir brauchen auch eine Ehrlichkeit im Umgang zwischen Eigentümern und Mietern. Vielen Dank, Herr Hausmann. Das Land könnte mit Beispiel vorangehen, Freibetrag auf die Grunderwerbsteuer machen, das wäre ein erster Schritt. Dann haben wir die Wohnraumallianz, da fehlt es nicht an Erkenntnissen, da ist schon viel vorgearbeitet. Ich würde es machen wie bei der Papstwahl, dass man die erst wieder rauslässt, wenn sie dann tatsächlich Ergebnisse haben, also wenn der weiße Rauch dann da ist. Denn wir reden dann noch die nächsten 2 Jahre drüber und jeder sagt, wir wissen, wo das Problem ist. Nein, die müssen wir alle einschließen und dann erst wieder rauslassen. Wenn man sagt, so, den Kompromiss haben wir jetzt gefunden. Und dann brauchen wir tatsächlich in der Region ein gemeinsames Bündnis von allen Beteiligten, die erkennen und sagen, wir haben uns vertan, wir haben keinen Bevölkerungsrückgang, wir haben ein Bevölkerungswachstum. Und was können wir in den 169 Kommunen in der Region Stuttgart dann tun und sich da eben auch dann zusammensetzen. Da gibt es andere Dinge, Deregulierung oder die Abschreibungen, ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Aber das sind konkrete Dinge, die wir in der Region Stuttgart tun können. Und da sollten wir eigentlich 2017 konkrete Lösungen schaffen. Vielen Dank. Herr Palmer? Also ich bin mit vielem einig, will aber an der Stelle ist das Trennende betonen, weil ich glaube, wir brauchen noch mehr Diskussionen wie diese. Nach meiner Auffassung ist es ein Problem, wenn man mit der Gießkanne arbeitet. Und deswegen halte ich weder von der Grunderwerbsteuer noch von der Abschreibungslösung viel, weil das mindestens die Hälfte, die das locker zahlen könnten, erfasst. Und da, wo das Geld hin muss, ist dann nicht zur Verfügung steht. Das halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Und was wir, glaube ich, machen müssen, ist erstens erkennen, für den eigentlichen Marktpreis gibt es, solange der Draghi die Zinsen so runterhält und nur Immobilien sichere Zuflucht sind, keine Lösung. Weil die zahlen alles, damit sie ihr Geld loswerden und nicht 0,4% Strafgebühren bei der Bank zahlen. Du bist ja mit allem zufrieden, Hauptsache dein Geld ist stabil angelegt. Und solange sind die Verkaufspreise nicht zu regulieren auf dem freien Markt. Solange das so ist, ist dieses Segment weg und der Herr Strenger verkauft halt zu dem Preis, den er kriegt und das ist okay. Und das, was wir machen müssen, ist alles fokussieren auf dieses Segment, das bezahlbar bleiben muss. Ob das 25% oder 50% sind, da kann man drüber streiten. Aber wir brauchen ein reguliertes Segment, damit Wohnen für alle Schichten der Bevölkerung bezahlbar bleibt. Und die Instrumente dort gezielt einzusetzen, ist die einzige Chance, die man in dem derzeitigen Marktumfeld hat. Und deswegen müssen wir uns stärker Gedanken machen, was dort sinnvoll und zulässig ist. Ich habe ein paar Beispiele genannt, ich will sie nicht wiederholen. Vielen Dank. Die Welt haben wir in der Stunde vermutlich nicht gerettet, aber immerhin von der Revolution zur Diskussion haben wir es geschafft. Wir reden miteinander und das ist ja mal die Grundvoraussetzung, um die Probleme zu lösen. Die Idee mit dem Einschließen finde ich super. Der Herr Strenger hat bestimmt irgendwo einen ganz tiefen Keller. Ja, das kriegen wir hin. Ein bisschen Rotwein dazu. Ja, genau. Da kommen die nicht mehr raus. Ich bedanke mich im Namen von uns allen, bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Mitdiskutieren. Und ich darf im Namen der Strenger Gruppe eine Einladung aussprechen. Im Biergarten gibt es was zu essen und zu trinken. Da können wir weiter diskutieren. Der Biergarten, habe ich mir sagen lassen, sei schwer zu finden. Aber ich würde sagen, im Biergarten, bei dem Wetter, den findet man immer. Also, vielen Dank und bis gleich im Biergarten.